Du hast das eigentlich wirklich alles beobachten können. Wie ist der Respekt jetzt vor unser Spider-Man? Ja, ich Slider-Man, Entschuldigung. Ich probiere, glaube ich, nicht zu weit zu springen und die Kraft probiere ich so ein bisschen frontal reinzugeben. Das ist mein Plan, also nicht zu weit springen. Ja, aber du hast es eben gesehen, wenn man zu weit hinten landet, dann muss man korrigieren. Lieber weiter vorne. Oh, es ist trotzdem weit weg, sehe ich jetzt. Ja, ich sag nichts weiter, bitteschön. Ja. Also, willkommen zum Qualifying für alle, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben. Wir sind beim Wok Run Jump Sliding, unser neues Qualifying-Format. Sehr gut getroffen, hohe Geschwindigkeit, fängt jetzt an zu paddeln. Achtung, jetzt kommt die Linie und 7,07, eine Hundertstel hinter der Bestzeit, nur eine Hundertstel. Oh, sah das gut aus. Er hätte vielleicht ein bisschen eher anfangen müssen zu paddeln, als das Gesamtsystem dieser Schlitten langsamer wurde. Hier, klasse gemacht. Also es geht auch, wenn man ein bisschen leichter ist. Man muss nicht so schwer sein wie Evil Jared, der immer noch die Bestzeit hält. Oh, ich hab schon gehört, oh, der Nacken, was los? Nacken und Finger, aber ich find's schön, dass auch die Leichten hier eine Chance haben. Nur ein Hundertstel. Wo war der Fehler, wo ist das Hundertstel liegen geblieben? Knapp, ich glaube, ich habe zu spät angefangen zu paddeln, aber ich dachte, es läuft gerade so gerade, habe mich stillgehalten, aber hey, ich bin froh, hat das so funktioniert. Theorie war gut, zweiter Platz bislang ist doch eine gute Ausgangsposition für morgen hoffentlich. Das machen wir, freue mich. Viel Erfolg dabei dann. Ja, also wenn es nach Gewicht geht, dann haben wir jetzt wahrscheinlich den Favoriten doch da, den Thor und Flo quasi, Fabian Hambüchen. Wie sehen deine Chancen aus? Ja, ich weiß nicht. Es ist viel auch technisch abhängig. Wir haben es gesehen. Nicht nur, also Masse ist nicht nur Macht jetzt bei genau. Qualifying. Deswegen mal gucken. Gas geben und das Ding gut erwischen da vorne. Dann viel Spaß, viel Glück. Und vielleicht ein neuer Weltrekord. Also für das Team Zoll-Karriere, der Turn-Olympiasieger. Oh, ganz klasse Geschwindigkeit. Na klar, das kennt er natürlich vom Sprung, so eine Geschwindigkeit aufbauen. Ja, aber auch der dreht sich. Und die Zeit, ja, das gibt's doch nicht. 6,38 Bestzeit und schon wieder ein Weltrekord hier auf dieser Bahn. Oh, also das ist ja wirklich irre. Das Feuerwerk scheint alle zu sein. Denn damit hat natürlich niemand gerechnet, dass hier so viele Weltrekorde fallen können. Also hohe Geschwindigkeit, gut gelandet. Dann kommt er quer, dann überlegt er, ein bisschen zu paddeln, aber merkt, dass das System noch schnell genug ist für die neue Bestzeit. Fabi, die Kohle ist aus für die neuen Weltrekorde, habe ich gehört. Trotzdem Gratulation, Mensch. Ja, danke schön, aber hätte ich mich ja gar nicht so beeilen brauchen. Hat sich aber für uns alle trotzdem gelohnt. Super Technik an der Stelle und aktuell wird ein guter Startplatz für morgen. Ja, ich freue mich drauf, das kann was werden, ja. Glaubst du, dass man es noch schneller machen kann? Ich glaube schon. Ich glaube, du musst halt wirklich eigentlich da oben Vollgas geben, alles was du hast und dann den genauso gut erwischen und ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen durch das Ruckeln auf dem Ding dann doch noch den Wok oder den Schlitten mehr nach vorne kriegen. Jetzt sei ein Zudos mit dem Ruckeln. Sind wir mal gespannt, ob sich der innen abguckt. Ja. Toi, toi, toi für morgen. Ja, aber nur weil jetzt kein Feuerwerk da war, ist es trotzdem natürlich ein Weltrekord und Joey Kelly will diesen Weltrekord wahrscheinlich jetzt auch brechen. Ich würde gerne, aber... Er hat sich selber noch hier unsere Slider-Mat noch mal zurechtgelegt. Du nimmst alles ganz genau. Ja, es ist wichtig, wenn man halt quasi hier vorne dabei ist, dass man nicht erste startet, sondern halt ganz hinten. Und dann sind die Chancen höher. Na dann, viel Glück. So, Mütze ab, Helm auf, ordentlich schließen. Sicherheit ganz, ganz wichtig hier bei uns bei der WOC-WM. Und jetzt Joey. Der erfolgreichste noch aktive WOC-Fahrer, der irre Ire, springt auf die Sliding-Map. Ah, so, ich sag mal, ich glaube, es sah nicht so aus, als wenn er viel Impuls mitnehmen konnte, obwohl er jetzt nochmal gut ins Rutschen kommt. Aber jetzt wird erst die Zeitnahme ausgelöst. 8,74, das ist aktuell der siebte Rang für den Iren. Das ist eigentlich eine Enttäuschung, das muss man sagen. Für den erfolgverwöhnten einstigen WOC-Weltmeister. Joey, sag mal, nur siebter, was war los? Ja, ich habe mich gedreht und ich glaube, das hat mir die Zeit gekostet. Und das ist kein guter Ergebnis. Aber morgen natürlich zählt ein anderes Ergebnis. Heute ist Qualifying. Es ist oft passiert früher, dass wirklich in Qualifying man groß gepunktet hat und trotzdem, sag ich mal, stark verloren hat oder umgekehrt. Trotzdem muss ich sagen, es war nicht gut.
Der Freudsche Versprecher mit dem Sieg wird morgen echt schwer. Ja. Es wird. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht bin ich doch zu alt für die Wok. Nein, bist du nicht. Toi, toi, toi für morgen. Elton, mach weiter. Ja, Dicke, ich hab's auch gehört. Ich bin wirklich gespannt, wie der Herr Kelly da reagieren wird. So, Manni Ludolf, eingesprungen für Herrn Puffpuff. Für Herrn Puffy, ja. Und jetzt einspringen hier auf unsere Matte. Ich versuche es. Du versuchst es, weil das Wort versuchen stimmt tatsächlich. Gibt es nicht. Rauf und los. Rauf und los, genau. Dann heißt es jetzt rauf und los. Ja, du kannst anfangen. So, offensichtlich gab es keinen grünen Helm für ihn. Ja, das sieht erstmal sehr vorsichtig aus. Kann man machen. Ja, ja. Alles in Ordnung. Das ist eine sogenannte idiomotorische Simulation. Opala! Oh nein, wir hatten bisher schon 4 Verletzungen. Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, eine Fußgelenk, eine vielleicht gebrochene Nase, Probleme mit dem Nacken und mit dem Finger. Und er hat hier ein ganz anderes Problem. Und das lautet, das Ding will einfach nicht über die Linie. Also für das TV-Total-Team Manni Ludolf. Die Zeit tickt gnadenlos bei ihm. Ja, und er hat eben auch die kurzen Arme und kommt nicht runter. Und auch er könnte doch jetzt eigentlich absteigen. Erst dann auf der Ziellinie muss er wieder den Kontakt zum Schlitten, also zu dieser Wokmatte haben. Ja, also, da wird er angefeuert, auch von der Seite, Zentimeter für Zentimeter, jetzt schiebt er. So, wir gucken nochmal, die langsamste gemessene Zeit war eine 75,41, jetzt muss er doch gleich drüber sein. Kontakt ist da, 50,57 und damit liegt er auf dem 8. Rang. Das war schon großartig, was er hier gemacht hat. Gerade, also... Mut zur Lücke, auch zur Lücke im Ablauf. Dort von der Kante, da hatte ich schon ein bisschen Angst um ihn, aber er ist draufgekommen und hat es am Ende über die Linie geschafft. Und das ist ja entscheidend. Für die Bestzeit hat es nicht gereicht, aber zumindest für sehr, sehr schöne Bilder. Da ging die vordere Schüssel sogar in die Luft. Manni, smart, dass du dann runtergegangen bist. Du hast es geschafft und bist nicht letzter. 2 Leute noch hinter dir, Evelyn Budecki unter anderem. Dankeschön. Ich finde es richtig geil. Die haben mich angefeuert. Ohne ihr wäre ich gar nicht vorangekommen. Ja, danke. Schöne Grüße am Puffy, gute Besserung. Und ich sehe dich im nächsten Fernsehen wieder bei Football. So sieht's aus, so sieht's aus. Danke, Manni, wir machen kurze Päuschen. Bis morgen. Ich glaube, Manni war auch der Einzige, der nicht mit der Nase auf die Matte gekommen ist. Das muss man auch erstmal schaffen. So, wir gucken uns mal jetzt das Endergebnis von jetzt an. Und zwar am schnellsten war Deutschland 2 mit Fabian Hambüchen, Evil Jared auf 2, USA. Und nicht vergessen, Fabian Hambüchen hat den Weltrekord für die Schweiz. Luca Henny auf 3, Griechenland, Lukas Kordalis auf der 4, Mallorca Paul Janke 5. Und auf der 6 haben wir dann die Türkei mit Jolina Menin. 7 Joey Kelly, etwas enttäuschend für Irland. 8. Manni Ludolf. 9. ist Polen mit Evelyn Bodecki. Und ja, Nathan Evans leider komplett disqualifiziert, in Anführungszeichen, hat das nicht geschafft. Das wird morgen genau umgekehrt sein. Wir sehen zwar jetzt hier Nathan Evans auf den letzten Platz, aber morgen wird er dann im Einerwok als Erster starten. Also es wird genau umgekehrt sein, denn wir wissen es ja, als Erster zu starten bei einer Wokbahn ist eigentlich ein Nachteil. Als Letzter zu starten ein Vorteil, weil das dann richtig schön flutscht und die Bahn richtig schön präpariert ist und auch schön kalt.